So, ihr Lieben, da bald Jul ist, wollte ich euch mal erzählen, was man an Jul magisch gesehen so machen kann. Also ich feiere Jul ja als Feuerfest, als Wiederkehr der Sonne. Und ich benutze sehr viele Kerzen. Also Kerzenmagie ist ganz groß an Jul. Man kann bestimmte Feuerzauber machen für Heilung, für Energie. Man macht Zauber zur Reinigung des Hauses, zur Wiederherstellung der eigenen vitalen Kräfte. Also alles, was irgendwie mit Kerzen, mit Feuermagie zu tun hat, aber auch mit Räuchern, kann man an Jul machen. Man kann an Jul Steine aufladen mit der Kraft der Sonne. Man kann an Jul gewisse Speisen eben weihen durch die Sonne. Jul ist nach Samhain eben noch ein Wendepunkt, also ein neuer Anfang für das neue Jahr und symbolisiert praktisch die Wiederkehr des Lichtes, neue Ideen, die man hat, neue Dinge, die man in Angriff nehmen möchte. An Jul ist eins der fröhlichsten Feste überhaupt. Die Gemeinschaft steht auch sehr im Vordergrund, also gerade diese Feuerenergie, Feuer, Lagerfeuer etc. vereint ja die Menschen. Gerade das steht an Jul sehr stark im Mittelpunkt. Von daher trifft man sich häufig in der Gemeinschaft, feiert zusammen, man feiert mit Familie, man macht gemeinsame Unternehmungen, man entzündet Kerzen im Haus, um eben das neue Licht, das neue Leben, die Positivität zu symbolisieren, die sich ja dann an Imbolc wieder steigert. Nach Imbolc folgt Ostara, also der Frühling. Im Grunde ist Jul ein Fest der Hoffnung, die bereits da ist. Man weiß, dass das Licht wiederkehren wird. Man weiß, dass man wieder längere Tage haben wird. Man wird sich neuer Ziele bewusst. Man schließt vielleicht auch alte Sachen noch ab, die man erledigen möchte. Also Jul ist ein reines Freudenfest. Es wurde schon in der Antike sehr freudig begangen, auch eben mit Geschenken. Man hat sich durchaus beschenkt. Allerdings lief es jetzt nicht auf diesen Extremkonsum hinaus, wer hat das teuerste, wer hat das größte, wer hat das meiste, sondern es zählt einfach der Gedanke. Darauf achte ich auch sehr auf Jul. Also ich lege keinen Wert auf unheimlich teure Geschenke oder ähnliches. Für mich zählt der Gedanke. Warum schenkt mir die Person so etwas? Warum schenke ich der anderen Person etwas? Habe ich mir was dabei gedacht? Habe ich der Person zugehört? Und macht es der Person Freude? Habe ich mich damit beschäftigt, was ich der Person schenke? Etwas sehr Schönes, was ich immer gerne verschenke an Jul, sind Kerzen, weil eben Kerzen diese Symbolik von Jul beinhalten. Und Kerzen stehen für Licht, für Wärme. Also ich kann damit Licht, Wärme und Geborgenheit schenken. Und eben auch eine spirituelle Verbindung. Deswegen verschenke ich sehr häufig Kerzen, die ich selber gestalte, wie jetzt hier beispielsweise diese Kerze. Entweder ritze ich Runen ein oder ich male was drauf oder ähnliches. Also das sind so Sachen, die man verschenken kann. Auch vielleicht solche Dekosachen, so kleine Amulette oder ähnliches. Oder hier ein Fläschchen mit Bernsteinwasser. Das sind alles Sachen, die man an Jul verschenken kann, die sehr einfach sind, weil es geht nicht um die Menge, es geht nicht darum, dass es teuer war oder wie auch immer. Es geht darum, dass man der Person einen Gedanken schenkt, dass man der Person Glück schenkt und Freude. Viele Menschen heutzutage freuen sich ja auch einfach nur, dass jemand an sie denkt. Auch einfach nur über liebe Worte, wenn man eine Karte schreibt oder ähnliches oder ein Gedicht oder etwas malt oder einfach nett zu der Person ist. Das reicht vielen Menschen heute schon. Das symbolisiert alles diese Rune Othala. Sie steht für mich für Gemeinschaft, nicht nur für die Blutsgemeinschaft der Familie, sondern allgemein für Gemeinschaft unter Menschen. Deswegen lege ich sehr viel Wert darauf, dass ich an Jul mit meiner Familie zusammen bin, aber auch mit meiner spirituellen Familie, mit meinen Freunden. Also ich versuche immer ganz viele Menschen miteinander zu vereinen, dass wir miteinander was unternehmen, dass wir miteinander den Abend oder den Tag verbringen. Jul ist für mich so ein Vereinigungsfest. Jul, Saturnalia, wie auch immer man das nennt, das Fest des Sol Invictus. Diese ganzen Feste der Sonne, des Lichtes und der Hoffnung fallen ja alle um den 21. herum.
diese ganzen heidnischen Feste. Und es hat ja auch alles einen Sinn, warum. Also schon die antiken Völker haben sehr viel Wert auf Gemeinschaft gelegt, nicht nur weil man zusammen überleben konnte, sondern auch weil es einfach glücklich macht. Und das ist der Sinn von Jul. Der Sinn von Jul ist Glück durch die Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, das allerwichtigste Ritual an Jul.